Servus Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Und jetzt kann euch der Prinz auch mal begrüßen. Wo war ich gleich? Na gut, das ist keine richtige Begrüßung, aber ist nie entschieden. Moment mal. Es war doch irgendwo ein Schrank, den ich verschieben sollte. Der da? Ja. Ach. Ach so. Es geht nicht weiter. Gut. Ah, da hinten sehe ich auch noch was. Das nehme ich auch gleich mit. Gut. Okay, ist hier noch irgendwo was, was mich interessieren könnte? Sieht nicht so aus. Dann nehme ich einen Schluck. Immer dieser Effekt, wenn man sich heilt, dieses Du-Du-Du-Du. Also kein Effekt, das ist eher Musik. Ist das ein Bett? Warum hat jemand in so einem Raum ein Bett? Also, ja gut, das war damals in den damaligen Zeiten. Das muss ich nicht verstehen. Aber naja. Ist wahrscheinlich sowas so wie Harem oder so, dass man sich 50 Frauen oder so einladen kann. Naja. Ich wäre fast gnadenlos weitergerannt. Okay. Ich weiß, was zu tun ist, nämlich das nicht. Sieht's aus? Oh, ganz knapp, ganz knapp. Neuer Sandbehälter, geil. Was ist das? Ah, okay, ich dachte, das geht zu. Doch, jetzt geht's zu. Ich will erst mal gucken, ist hier noch irgendwas? Ja, ist es. Okay, ich glaube, da sollte ich nicht reingehen. Okay, danke. Jetzt sind alle Gänge versperrt. Das sind Fetzen, da werde ich mich wahrscheinlich nicht dran nehmen können. Oh, alles klar. Nein, falsche Taste. Oh. Frage ist, kann ich mich da irgendwo entlang hangeln? Da mittig kann ich ja nicht durch. Nee, definitiv nicht. Der Weg hier ist der einzige, der mir zur Verfügung steht, aber das bringt mir gar nichts. Irgendwo entlang kraxeln. Da höher springen bringt doch garantiert auch nichts. Gibt das eine Säule? Kann ich mich da wirklich nicht dranhängen? Das heißt nicht. Ich kann da nicht rüber. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Ich könnte hier rechts die Wand entlang laufen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ne, nichts gebraucht. Ich bin da irgendwo dagegen gestoßen. Vielleicht probiere ich es nochmal und versuche abzuspringen.
Ah, ja, oh, ich bin doch blind. Das meine ich mit die Wege. Wenn dann solche Aktionen zur Verfügung stehen, sieht man die Wege nicht auf den ersten Blick. Zumindest ich nicht. Ich glaube, ich weiß schon, was hier von mir verlangt wird. Ja, das war klar. Easy. Okay, was ist das? Wahrscheinlich muss ich dieses Ding aktivieren, damit das hier. Ach so. Schnell, schnell. Gott sei Dank! Ich dachte, ihr wärt einer von denen. Helft ihr mir, das Verteidigungssystem zu aktivieren? Wir sind beide dazu nötig. Ich setze die Achsen zurück. Der Mann, der das normalerweise macht, ist... Ach, egal. Fahrt die Plattform nach unten. Benutzt die beiden Kurbeln, um sie wieder hochzufahren. Die vier Achsen. Ihr müsst sie alle vier, eine nach der anderen, aufnehmen. Dann müsst ihr sie zusammen nach oben bringen. Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. Okay, kann sein, dass ich seinen Text jetzt irgendwie weggemacht habe, weil ich den Stick bewegt habe. Okay, wir haben hier Halbmond. Nee. Sichelmond, Halbmond, Vollmond. Gar kein Mond. Gut, es wird wahrscheinlich kein Mond sein, aber. Also Moment. Halbmond? Sichelmond meine ich. Das da ist der Sichelmond. Ich habe jetzt, glaube ich, erst den Vollmond aufgenommen, aber das ergibt doch irgendwie null Sinn. So, weg damit. Oh, der leuchtet zwar, das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich doch zuerst. Geht nichts. Hier vielleicht. Ah. Okay. Ja, ich überlege, aber irgendwie funktioniert das in meinem Kopf gerade anders als hier.
ist der Halbmond, der Sichelmond und das ist der Sichelmond. Das heißt, das ist richtig. Ganz oben ist der Halbmond. Der Halbmond ist das hier. Aber ich muss das unterste auch noch einsammeln. Das kann ich nicht bewegen. Das auch nicht. Okay, dann muss das hier zurück wahrscheinlich. Okay. Halbmond. Nee, Halbmond ist ganz oben. Es geht nicht weiter. Das funktioniert. Ja, das funktioniert aber überhaupt nicht so, wie es in meinem Kopf zusammengebaut ist. Weil ich will eigentlich zuerst das ganze Gestell nach unten fahren, um das unterste einzusammeln. Nicht richtig? Nee. Nein, 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 falsche Richtung. Ach, ja, ich weiß, dass das ein Sichelmond ist. Das ergibt null Sinn. Warum kann ich es nicht in die andere Richtung? Ich will es eigentlich weiter drehen, aber es geht nicht. Weil das hier, dieser Stab kommt hier hin. Der darüber kommt hier hin und der ganz oben kommt hier hin. Ich kann das Ding nicht so bewegen, wie ich will. Ich weiß. So, jetzt bin ich ganz oben. Ganz oben ist Halbmond. Halbmond ist da. Das bewegt die Höhe. Ach, das war jetzt dämlich von mir. Ja. Ja, mach ich doch. Stress mal nicht so da oben. Nee, 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 das war falsch. Nur keine Panik, Kumpel. Ich habe das Prinzip verstanden, aber es funktioniert noch nicht so ganz, wie ich es vorhabe. Den kann ich nicht mehr bewegen. Ah.
Warum geht das nicht weiter runter? Lass mich raten, das geht nicht, oder? Schade, ich hätte gehofft, ich kann alles zurückdrehen, aber gut. Ist irgendwie klar, dass es nicht funktioniert. Nee, ich will nach unten. Moment, Halbmond. Halbmond war da. Ich Depp. Vorsicht! Wenn ihr euch das Genick brecht, ist es aus für uns alle! Passt nur! Oh nein, ich habe mir das Genick gebrochen. Ja, ich habe das jetzt absichtlich gemacht, weil ich muss diesen Raum nochmal resetten. Vielleicht verstehe ich es dann besser. So war das nicht. Gut. Schnell, 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 schnell. Was machst du? Egal. Sitz, 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 sitz. Oh. So. Ein Stab ist oben. Gott sei Dank. Zwei sind oben. Achtet auf die Reihenfolge, in der ihr sie aufnehmt. Gut, jetzt bin ich ganz unten. Ganz unten war Vollmond. Der da. Der hat es nach oben und unten bewegt, oder? Nämlich den Stab zuerst. Was ist denn da? Vorsicht! Nehmt ihr diese Achse zuerst, bekommt ihr später Probleme! Denkt dran! Achtet auf die Rillen! Ach so, Moment mal. Ist das? Das soll so eine Art Bauplan sein. Alles klar, Moment mal. Das heißt wahrscheinlich die zuerst. Ah ja, toll, jetzt habe ich natürlich blöd gedreht. Das erklärt auch, warum das sich nicht nach weiter oben und unten bewegt hat. Ah, na gut, das ergibt alles Sinn. Ja, ich hätte nur meine Augen aufsperren sollen. Schön, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu verstehen. Na gut. So, jetzt nach oben. So, da ist der Griff. Hallo. So. Schauen wir mal. Das zweite ist gar nichts, aber da kann ich bis dahin hindrehen. Und ich glaube, das ist auch so gedacht. So,
Dann drehe ich mal kräftig. Genau, schwarze. Nee, 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 nee. Ich vergesse immer, was oben und was unten ist. So, Moment. Wenn ich das jetzt aufnehme, kann ich es die Richtung drehen, die Richtung. Dann sind beide da. Dann nach oben, dann nochmal nach oben. Und das versuche ich jetzt. Ach, ich muss mich auch raufstellen. Ich birne den Kopf. Okay, das Rätsel, das gefällt mir. Ich habe zwar jetzt ewig gebraucht, um da hochzugehen. Da hochzugehen. Ewig gebraucht, um herauszufinden, aber gut. Der Typ da oben, der gibt mir ja offensichtlich Tipps. Ich hätte mal auf ihn hören sollen. So Nummer 2 hat er gesagt. Das heißt, bisher bin ich richtig. Jetzt nochmal weiter drehen, weil ich komme nicht weiter nach oben, weil der Start blockiert. So. Okay. Jetzt sollte es richtig sein. Ja, genau. Ach, weg. Nur noch eine. So, der ist genau über den anderen Stab. Das heißt, kann ich es im Kreis drehen? Ja, ich kann es im Kreis drehen. Okay, das ist oben und unten. Ne, Moment mal. Ich muss ja nach unten wieder. Okay, ich brauche irgendeinen Weg. Ah, okay. Das heißt, der rechte Stab, der muss jetzt da nach links. Wahrscheinlich. Oder? Achso, nee, nee, nee. Da sind ja auch Rillen, wo ich nach unten bringen kann. Okay. Nee, das war zu weit, falsche Richtung. Ihr müsst alle vier Achsen aufnehmen und sie dann nach oben bringen. Na gut, der Typ da oben, der nervt zwar ein bisschen, aber eigentlich gibt er mir ziemlich gute Tipps, wenn man es so bedenkt. Nun bringt sie rauf und verbindet sie mit ihren Zahnrädern. Ja, okay. Die Frage ist nur, kann ich das oben dann auch nochmal separat drehen? Ich hoffe es. Lass mich erst mal gucken. Ich glaube, achso, da oben kann ich nicht drehen. Das heißt, ich muss das einen Stockwerk weiter unten machen. Gut. Jetzt sollten alle an der richtigen Position sein. Eine Maschine ist es. Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem. Verschwendet keine Zeit. Betätigt den Hebel. Der Typ macht ganz schön Stress. Ich glaube, die Dämonen haben dich gerade platt gemacht. Okay,
Ich habe das etwas lang für das Rätsel gebraucht, was eigentlich irgendwie peinlich war, aber es ist ein cooles Rätsel, das gefällt mir. Schnell die Waffe zücken. Aua. Du Hund. Erstech ihn. Dass ihr gleich kommen müsst ihr. Ich wollte eigentlich den Part beenden. So, dann eben so. Da ist ein Speicherpunkt. Wenn der direkt da vorne ist, dann kann ich auch gleich hier Part beenden. Okay, das jetzt Moves sein, die ich nicht kann. Vielleicht lerne ich die noch. Hast du wirklich gesehen? Okay, das heißt, jetzt wird das hier geschrieben. Also wie gesagt, cooles Rätsel, auch wenn ich ziemlich lange auf dem Schlauch stand, aber ich habe es trotzdem rausgefunden und es hat mir gefallen. Der Typ da oben, ja, der ist zwar nervig, aber er hat mir auch Tipps gegeben. Ich Beim muss nur nächsten drauf Mal hören. fangen wir hier. Nee, beim nächsten Mal fangen wir nicht hier an, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ist ja eine Aufnahmesession. Dann würde ich sagen, das war Prince of Persia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Soll ich weiter erzählen? Ja, gleich. Ich habe vergessen, The Sands of Time hinzuzufügen. Nochmal, das war Prince of Persia, The Sands of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.